meant to be off the body. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Laber-Video, sage ich mal. Heute geht es um so ein kleines Thema. Im Hintergrund seht ihr eine Runde Bad Wars auf der Map Ragnar, weil ich mir gedacht habe, das Thema ist so komplex und ich möchte einfach konzentriert beim Reden sein und mich nicht vom Gameplay ablenken lassen. Deswegen habe ich heute mal ein Hintergrund-Gameplay und rede darüber, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn ich ernste Themen anspreche, ob ihr es so feiert oder ob ich dabei live spielen soll, aber ich glaube, ich werde es einfach so machen. Ja, heute geht es um das Thema Tox, also Tom's Topic und Fix. Wieso machen wir keine Videos mehr und was ist passiert und so weiter und so fort, weil ein paar Leute haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Unser Teamspeak wurde aufgelöst, also wir haben kein Teamspeak mehr zusammen. Da gab es ein paar Probleme auch mit dem Teamspeak, aber das sind so Sachen, auf die ich nicht eingehen will tiefer. Leute, ich möchte euch einfach nur sagen, was jetzt Sache ist und was in Zukunft auf euch zukommen wird. Und zwar nichts. Denn ich werde in Zukunft sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nichts mehr mit Tom's Topic machen. Und ihr braucht auch nicht in den Kommentaren nachfragen, ob wir mal wieder zusammen ein Video machen und so weiter und so fort. Ihr braucht auch nicht in den Kommentaren nach den Gründen fragen. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, wie es von meiner Seite ausschaut. Es soll jetzt auch kein Beef-Video sein. Also ich habe jetzt auch keinen Streit mit Tom. Also wir beefen jetzt hier nicht öffentlich rum und es macht auch überhaupt keinen Sinn, da irgendwie für Klicks irgendwie Beef zu machen oder sowas. Ich werde dieses Video hier machen, einfach um euch aufzuklären, weil, keine Ahnung, ihr seid meine Community und ich will einfach, dass ihr erfahrt, was los ist, in dem Maße natürlich, der gut für euch ist. Und ich möchte jetzt auch nicht Tom irgendwie schlecht darstellen oder einfach Tom Hayden oder sowas, Leute. Das wäre nicht fair gegenüber ihm und das möchte ich halt einfach nicht machen hier in dem Video, sondern ich möchte euch einfach aufklären. Und ich möchte einfach, dass ihr nicht mehr fragen müsst in Zukunft, was los ist. Ja, wie gesagt, ich werde nichts mehr mit Tom's Topic aufnehmen. Ich werde keine Videos mehr mit ihm machen. Und ich glaube, in Zukunft werden wir auch nicht mehr so viel gemeinsam machen, sondern eher getrennte Wege gehen. Und das passiert halt einfach mal, Leute, im Leben. Also bitte seid jetzt nicht allzu traurig darüber, bitte weint jetzt nicht oder so, aber ich glaube, es wird eh keiner drüber weinen. Aber Leute, bitte seid jetzt nicht so traurig, wir sind halt auseinandergegangen und es passiert halt mal. Denn es gab ein paar Konflikte und diese Konflikte sind halt irgendwie immer größer geworden und wir haben uns sozusagen ein bisschen auseinandergelebt. Ich habe so ein bisschen die Persönlichkeit von Tom noch ein bisschen mehr kennengelernt und ich habe einfach festgestellt, so, yo, wir passen einfach nicht zusammen, halt auch auf YouTube nicht und so als freundschaftlicher Basis, wir passen halt einfach nicht zusammen. Und ich weiß, dass es für viele wahrscheinlich auf YouTube so ausgesehen hat, dass wir mega best friends sind und dass alles cool ist und so weiter und so fort. Aber Leute, nur wenn man zusammen Videos aufnimmt, ist man jetzt nicht best friend oder so, weil, keine Ahnung, wir haben uns eigentlich nie privat gesehen oder so. Und ich finde so, für eine richtige Freundschaft gehört einfach mehr dazu, dass ihr da jetzt nicht dieses falsche Bild habt, so dass wir allerbeste Freunde waren und jetzt auf einmal gar nicht mehr Kontakt haben oder so. Ja, ich glaube, wir verfolgen halt einfach auch verschiedene Ziele hier auf YouTube. Wir möchten so in andere Richtungen gehen, sage ich mal. Natürlich machen wir beide Minecraft, aber ich von meiner Seite kann euch sagen, so, dass meine Ziele sind, einfach coole, kreative Videos für euch zu machen, einfach euch zu unterhalten, irgendwie ein bisschen aus dem Alltag rauszuholen, einfach euch ein bisschen, ja, ein bisschen vom Stress zu befreien oder einfach euch eine coole Zeit zu machen und dann natürlich auch für mich selber eine coole Zeit zu haben, weil mein größtes Hobby ist sozusagen hier Videos machen im Internet und es ist einfach mega schön, so eure Kommentare zu lesen und einfach so die Verbundenheit durch diese Videos von mir zu euch zu spüren und so. Deswegen Dankeschön, Leute, dass ihr meine Videos schaut und sowas. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Und das sind so meine Ziele auf YouTube. Natürlich habe ich auch das Ziel, meinen Kanal größer zu werden, mehr größere Community aufzubauen und sowas. Ich denke, das ist ganz normal, wenn man YouTube-Videos macht. Man will einfach, dass seine Arbeit von mehreren Leuten gesehen wird, weil es halt einfach ein mega cooles Gefühl ist, wenn man sich denkt so, yo, ich mache jetzt hier ein Video und ich kann damit mehrere tausend Leute unterhalten und das macht mich halt einfach glücklich hier in dem Ding. Was Tom seine Ziele sind, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Das kann ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich weiß natürlich auch nicht genau, was genau seine Ziele sind und so weiter und so fort. Deswegen, das müsstet ihr ihn selber fragen. Ich kenne so ein paar Ziele von ihm und ich denke, das passt einfach nicht zusammen so. Und deswegen
Ist es besser, wenn wir jetzt hier diesen Cut machen und einfach nicht mehr zusammen hier Videos machen. Ja, ich möchte jetzt nicht tiefer in diese Sache reingehen, was da passiert ist, was da vorgefallen ist. Ihr braucht auch nicht nachfragen oder so. Das geht eigentlich nur mich und Tom Stobik was an und natürlich auch noch die paar anderen Leute, die da so mit involviert waren. Und fragt einfach nicht nach. Das ist einfach so, wie es ist, Leute. Ihr müsst es akzeptieren. Und ich habe auch keine Lust drauf, jetzt irgendwie hier so krass irgendwie eine Fake-Freundschaft oder eine Fake-Beziehung-Ding vorzuspielen hier auf YouTube. Nur, dass ihr Videos habt mit uns beiden. Ja, keine Ahnung. Sowas mag ich halt einfach nicht, Leute. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin so ein Mensch, der jetzt nicht so wirklich irgendwie anderen Leuten in den Arsch kriecht und auch nicht so fake ist, sage ich mal, dass ich nur Videos mit Leuten mache, weil ich da irgendwie Profit drin sehe oder sowas. Ich denke, das sieht man auch an meinen Aufnahmepartnern und so. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte euch einfach aufklären, dass ihr jetzt nicht im Grauen steht und euch denkt so, yo, what the fuck, Fix, was ist jetzt? Kommt da noch was oder kommt da nichts mehr? Und ja, deswegen fragt einfach nicht nach, was die Gründe sind. Ihr müsst es halt einfach akzeptieren und spammt mich oder spammt Tom nicht zu. Außerdem, das Schöne an YouTube ist ja, ihr könnt ja Videos gucken, wo ihr wollt. Das ist, ich will jetzt auch euch nicht verbieten, irgendwie bei Tom Videos zu schauen oder so. Ihr könnt ja Videos gucken, wie ihr wollt. Wenn ihr Tom feiert, dann könnt ihr natürlich weiter bei Tom Videos schauen. Und wenn ihr mich auch feiert, könnt ihr natürlich auch meine Videos weiterschauen. Es kommt halt nichts mehr zusammen, Leute. Es ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwie krass Armies oder Lager bilden müsst. So, ja, ich bin Team Tom, yo, ich bin Team Fix, so, ich hasse euch und bla bla bla. Ihr könnt schauen, was ihr wollt, Leute. Und ich bin ja eh eigentlich der Mensch, der jetzt nicht so auf Beef aus ist. Und ich mag Streit eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen, Leute, schaut einfach, was ihr wollt. Habt eine coole Zeit auf YouTube. Und ich bin halt glücklicher so mit der Entscheidung. Und wenn ich glücklich bin, kommen auch hoffentlich gute Videos dabei raus. Ja, und falls ihr jetzt denkt so, yo, Fix, sag doch wenigstens, was los ist, dann können wir es besser nachvollziehen. Das mache ich lieber nicht, Leute, weil, keine Ahnung, ich finde, jeder sollte sich so ein eigenes Bild von einem Menschen bilden. So ist jetzt nicht auf Tom bezogen, sondern allgemein. Falls ihr irgendwie neue Leute kennenlernt oder falls ihr neue YouTuber kennenlernt, egal, was ihr darüber gehört habt, was für Gerüchte und so weiter und so fort, es kann natürlich was dran sein. Aber bitte, Leute, macht euch immer erst ein eigenes Bild von der Person. Hört nicht auf irgendwelche Gerüchte oder irgendwelche Lästereien oder was weiß ich, sondern bildet euch eure eigene Meinung. Und dasselbe ist jetzt auch bei diesem Thema, Leute, bildet einfach eure eigene Meinung. Entweder ihr könnt damit leben oder halt nicht, dann müsst ihr halt meine Videos nicht mehr schauen, aber ich denke, die Leute, die meine Videos feiern hier auf YouTube, die werden auch weiterhin dabei bleiben. Ja, Leute, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wollte es einfach mal klarstellen, Leute, damit die Fragen aufhören, damit ihr jetzt nicht allzu sehr im Dunkeln steht und ich wollte einfach mal das mit euch kommunizieren. Ja, bitte hatet niemanden. Habt eine coole Zeit auf YouTube und ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und morgen wird es wieder ein bisschen spaßiger, hoffe ich. Ja. Tschüss. Ach Leute, was ich ganz vergessen habe. Ich werde wahrscheinlich bald wieder einen eigenen Teamspeak haben. Zurzeit werdet ihr über fix.tv zu Brian seinem Teamspeak weitergeleitet. Nochmal fettes Dankeschön an ihn und an sein Team. Und dann würde ich sagen, bis morgen und bis zum TS, der irgendwann bald kommen wird. Ja. Tschüss.